kann also abgebaut werden und wir haben dadurch einen Grinder übrig. Das ist schon mal gut. Das hier mache ich alles weg, weil sonst mein zukünftiges Ich nur verwirrt. Wer damit? So. Was wollte ich? Ich wollte rote Engines holen für die Grinder. Hast du alles, was du brauchst? Ja, hast du alles, was du brauchst? Nein, es fehlt wieder Lubricant. Weil es wieder Schweröl fehlt, weil wieder zu viel Petroleumgas da ist. Och, Jungens. So, heb das einfach mal komplett auf. Mach eine rote Kiste draus. So. Kohle wird da verbraucht, ist okay. Bin am Ersticken, ist auch okay. Ich habe nur 23. Oh, 23 war genau die Zahl, oder? Ne, 21. Ja, aber nah dran. Ist okay. Gut. Ich könnte hier eine Verbindung machen, oder? Stört das jemand? Nee. Und ich könnte dann hier später auch noch so eine riesige Fuel-Block-Anlage bauen, so wie da unten. Oh ja, das gefällt mir. Mach mal. Also erstmal ein halbes Auge auf den Sauerstofftank. Mach das mal hier rüber. Den Rest fülle ich später auf. Schluck, schluck, knabber, knabber. Hust, hust. So. Was wollte ich hier unten? Ah, genau, ich wollte den Grinder aufstellen. Nimm zwei Grinder. Und bapp dich hier irgendwo hin. Also erstmal den Drill. Schwupp. Oh, Dinge fliegen in die Luft. Wo fliegt die in die Luft? 17 Türme schießen. Das ist okay. Grinder. Ärmchen. Fließband. Noch A. Was fehlt? Eisenplatten. So. Drill. So. Noch ein Grinder. Ärmchen und da drauf. Und hoffentlich haben wir jetzt genug Flakes. Was? Oh, Mist. Nein. Das ist falsch. Wegfangen, wegfangen, wegfangen. Sonst kommt das da zu Problemen. Ihr müsst da hinten drauf. Was macht ihr hier unten für komische Dinge? Oh. Oh. Ja, was machst du da für komische Dinge? Du machst genau das, was du machen sollst. Die müssen in die andere Richtung. Ja, andere Richtung. So, irgendwie. Ah, Gerogon. Da ist noch ein kleiner Denkfehler. Da fehlen nämlich noch die Schmelzöfen. Ich brauche mehr Kaffee. Du da. Schmelzöfen 2 Stück brauchen Stonebricks. Alternativ könnte ich die Schmelzöfen auch gleich hier hinbauen, aber sind sie wieder im Weg und. Oder ich klaue mir die da unten einfach. Wozu Silber bauen? Wände ganz klauen. Da. Eventuell reichen die aber wieder nicht. Muss ich mal schauen. Mal so. Setz hier eine Reihe davon hin. Rein Ärmchen, raus Ärmchen. Und die dürfen jetzt nur auf der Schmelzofen zugewandten Seite sein. Das heißt so. Dann legen sie es nämlich vom rechten Fließband aus da rein und legen es auf die linke Seite des Fließbands zurück. Und dann brauchen wir hier oben wieder grüne Ärmchen später. Machen wir weiter nach oben. Nur für den Fall, dass wir noch mehr Schmelzöfen brauchen. Und dann kommt. Machen wir das mal so, genau. Und dann hier grüne Ärmchen, die das dann aussortieren. Brauchen wir mal 5 davon. Nimm, nimm. Du filterst bitte einfach Kupfer ohne irgendeine Beschränkung.
Shift rechts, Shift links, Shift links. So, miep, 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 miep. Oh, irgendwo. Ich höre Töte? Ah, da. Roboter reparieren ging an. Sehr gut. Der hat sich gerade regeneriert. Ich habe eine Salbe verpasst. Er war im gelben Bereich, habe aufgehört zu schießen und der hat sich wieder hochregeneriert. Komisch. Gut. So, Kupfer staut sich hier auf recht unangenehme Art und Weise. Mach dich da mal weg. Dass das immer darauf gelegt wird. Ja, ja, es geht okay. Das geht, das geht, das geht. Gut. Testen wir mal, ob es oben auch ankommt. Hier wird es weggeschnappt für Draht. Hier wird es nicht weggeschnappt. Da wird es nochmal weggeschnappt für Draht. Und es kommt nichts oben an. Ach ja. Okay, hier wird weggefangen. Warte mal. Mach das mal so. So. Dass hier nichts mehr weggefangen wird. Dann kriegst du von mir noch eine kleine Einspritzung. Du auch, du auch, du auch. Jeder, der es haben möchte. So. Bisschen was kommt jetzt an, aber nur durch meine Einwirkung, glaube ich. Stacks rote Chips. Seite des Wahnsinns. Ja, Batterien kommen auch keine mehr an, weil da wieder irgendwas fehlt. Aber sollte schon ein bisschen geholfen haben. Nicht viel, aber ein bisschen. Gut, gehen wir zu der nächsten Stelle hier. Baulandfill. Du brauchst Eisenplatten. Warum kriegst du gerade kein Eisen? Du hast überhaupt keine Zufuhr für Eisen. Kann das sein? Richtig. Was? Du. Hier. 31. Kannst du Kupferforder bitte an? Eisenplatten. Kupferplatten. Ich muss hier was abgerissen haben, was... Na? Früher mal was Interessantes gemacht hat. Blaue Chips... Haben 45, reicht das schon für Power Armor? 40, ja. Gut, fehlen aber jetzt die zwei Innerfakte. Das sollte aber nicht die Welt sein. Hier oben fehlen wieder Eisendinger. Hier Kupfer reinschmeißen macht keinen Sinn. Ich schmeiß hier mal Kupfer rein. Damit es auch hier oben vorrätig ist. Flakes und das brauche ich auch nicht. So. Was noch? Du arbeitest nicht, weil keine Schwefelsäure kommt. Es kommt keine Schwefelsäure, weil hier kein Eisen ankommt, weil du auch keine verdammte Kiste hast. Was ist da passiert? Ist ein Gyrogon in der Vergangenheit durch die Gegend gelaufen und hat gedacht, ach, da sind Supportkisten, die unbedingt da sein müssen, reißen wir sie mal ab? Oder wurden die alle von irgendwelchen Zerglings aufgefressen? Du, forder an. Eisen. Verdammt nochmal. Okay, okay. Ist alles gut. Brauchst nur ein bisschen Eisen. Dann sieht die Welt schon viel besser aus. So, Stahl staut sich da oben. Hier unten kommt gar kein Eisen mehr an. Weil viel zu wenig Eisenflakes ankommen. Hatte ich nicht gerade eben neue Eisendrills gelegt gehabt? Ja, da. Aber die habe ich noch nicht rübergezogen, weil, ja, weil ich nicht genug Stein hatte. Okay, gucken wir mal, ob das jetzt passt. Also wir brauchen einmal den Weg hier. So, dann ziehe ich das hier rüber. Okay. Brauche gleich wieder eine lila Kiste, ich weiß. Gucken wir, ob hier unten überhaupt eine Abdeckung ist. Nee, hier nicht. Aber hier. So. Weg, 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 weg. Fließbänder bräuchte ich dann für was anderes. Und das Teil ist fertig. Oh, das kommt für mich unerwartet.
weil ich da oben hingeguckt habe. Schön. Das heißt, sie können jetzt wesentlich mehr transportieren. Das heißt, ich lasse mal eine kleine Pause, was das angeht. Mache ein bisschen andere Forschung, die keine hellblauen Tränke braucht. So. Das alles in die Liederkiste. Weg. Die rote Tränke waren auch ein Problem, ne? Ja, nee, forsch mal gar nichts eine Weile lang. Mach nur diese eine Verbindung hier. So, damit sollte das jetzt auch wieder ungestört einmal rumlaufen. Jetzt brauche ich nur das nächste. Und zwar das Fließband für das Metall. Das wäre hier direkt parallel dazu. Genau. Kann ich einfach alles wegmachen. Nö. Fehlen zu viele. Das bitte alles aufheben. Aber hier kann ich zumachen. Damit ich nicht nochmal zickzack fliegen muss mit dem Zeug. So. Dinge schießen, Dinge sind tot. Da lang. Oh, das geht nicht auf. Ups. Sala. Jetzt müssen wir dieses Fließband da hinten ranbekommen. Bau mehr Fließbänder. Dafür brauchst du Eisen, das du nicht hast. So. Bau 8 Fließbänder. Das, genau, die hier unten kann ich mopsen. Das wird ja noch gar nicht genutzt hier unten. Das erst für später, wenn die Zuggeschichte da ist. Leere Fließbänder sehen immer so traurig aus. Oh, warum wird kein Kupfer... Oh, Kupfer staut sich. Interessant. Dann machen wir das mal anders. So. Ich bin am Probieren. Keine Sorge. So. Das heißt, alles, was von... Also die drei machen auf die linke Seite. Und die dreieinhalb machen auf die andere. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob ich es besser gemacht habe oder nicht. Scheint besser zu sein. Und das ist schon mal ein Anfang. Bau... Was wollte ich jetzt? Genau, dich weiter nach da. Hoch, hoch. Und auf der Höhe rüber. Bip, 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 bip. So. Und wieder stibitzen gehen. Ich könnte auch einfach oben die Zahnräder schnappen, richtig? Richtig. Da. Fließbänder werden leider nirgendwo eingelagert. Richtig, richtig. Du bekommst was? Achso, rote Tränke haben wir jetzt doch genug. Das ist super. Ich mach mal kurz hier Schluck, Schluck. Und werf die Sachen da überall so rein. Damit es sich neu staut. Und die Fabrik nicht leer laufen. Und jetzt Fließbänder. Go, 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 go. Gib mir Eisen, Eisen, noch mehr Eisen. Ein bisschen Kupfer. Damit sollten wir jetzt genug Fließbänder gleich haben für den Anschluss. Schön. Dann gibt es hoffentlich einen richtig schönen Schwung an Metall. Das Ding hier unten hat jetzt bitte Vorfahrt. So. Gut, 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 gut. Die können raus. Und jetzt geht's ab hier. Wie schaut's mit Strom aus? Strom ist okay. Das heißt, ich riskiere jetzt mal, ganz viele Speedmodule zu bauen. In der nächsten Folge schmeiße ich die hier in alle Schmelzöfen rein. Und damit sollte das Eisenproblem für, keine Ahnung, 10 Folgen oder so weg sein. Ich muss allerdings ebenfalls dafür sorgen, dass wir wieder mehr Strom bekommen, sonst ist das das nächste Problem. Also setze ich einfach mal hier irgendwo. Da oben sollten die Herstellungssachen hin, ne? Ja. Ja, bapp das mal hier zwischen. Das sollte okay sein. Da und da. Mehr Strom hin. Müssen wir später gucken, dass wir die
alle ordentlich auslagern. Ich hätte gerne später riesige Anlagen einfach nur für das, wo nichts anderes drin ist. Und nicht so ein Patchwork-System aus Stromversorgung, Lavalampe, Stromversorgung, andere Stromversorgung, Forschung und dann irgendwo Fabriken dazwischen. Das, ja, nee. Sind schon die ersten fertig? Jo. Bau bitte. So, Strom. Ja, zuckelt schon ein bisschen mehr, ne? Mhm. Vier, wie viel war das? 4 Megawatt. Papalapap, wir hatten 800 Gigajoule Speicher damals. Mit den ganzen Anmods. Aber sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Also, nächste Folge, letzten Module reinklatschen. Dann mit dem Landfill weitermachen, dass das hier schön geschlossen wird. Und eventuell auch hier Speedmodule reintauen. Damit das Eisenerz möglichst schnell verschwindet. Und wie ich hier die Stromversorgung bauen können. Ein oder zwei Reihen könnte ich jetzt schon setzen, aber ich weiß nicht, ob das so vonnöten ist. Ja. Und weiterhin daran arbeiten, dass wir mehr Roboter haben. Auch wenn jetzt gerade 76 nichts zu tun haben. Das klingt so, als könnte ich das System da oben weiter ausbauen. Weil irgendwie fliegt ja kein Roboter hin, was mich darauf bringt, dass ich irgendwas falsch eingestellt habe. Also auch das nächste Folge nochmal genau angucken. Weil da sind nur zwei in der Kiste, da sollten 200 mindestens liegen. Boah, also bis gleich.